Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sky Survival. So, ja, die Welt baut sich hier gerade auf. Ich habe gerade das Spiel nochmal neu gestartet, weil in der letzten Folge war es ja so, dass ja, die Frames ein wenig im Keller waren. Und naja, das mit der Musik und allem Möglichen müsste jetzt passen. In der letzten Folge war es ziemlich gut, deswegen werde ich die Folge auch veröffentlichen. Und naja, es war halt so ein Fail, den ich mir da einmal geleistet habe, mal wieder. Den man sich eigentlich nicht leisten sollte. Aber okay. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So. Aber es ist halt auch so, dass ich ein wenig... Moment mal. Wenn ich mich nicht recht entsinne, haben wir da hinten auch Gold. Tatsächlich. Dann können wir uns ja jetzt... unseren ersten Goldblock erstellen. Hier. Unseren ersten Goldblock. Und dann können wir auch tatsächlich da hinten unseren ersten... Block hinsetzen. Wie toll ist das denn? Jawohl. Block of Gold. So. Ja, und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas. Und der erste Block. Der Goldblock. Den haben wir da hingesetzt. Ist das nicht schön? Dann sind wir auch bald a legend. So. Das nervt mich immer noch so, dass es unsynchron ist hier. Unsynchron. Quatsch. Unsymmetrisch. Ach man, da muss ich auch nochmal dran und das auch nochmal verbessern. Okay. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so wild. Das macht man dann in 2-3 Minuten mal, wenn man sich vorher ein wenig vorbereitet hat. Zum Beispiel, wenn man ein paar Treppen übrig hat oder so. Dann ist das ja auch alles nicht so wild. So. Genug zu essen haben wir jetzt auf jeden Fall auch wieder. Boah, wir haben schon so viele Melonen. Okay. Die reichen auf jeden Fall bis zum Ende des Let's Plays. Nee, Quatsch. Also so lang werden die dann wohl nicht reichen. Aber ich denke mal, die reichen schon für die nächsten paar Folgen auf jeden Fall schon mal. Und das Getreide hier ist, glaube ich, jetzt auch komplett ausgewachsen. In Default kenne ich das nämlich gar nicht ausgewachsen. Aber ich hoffe es einfach mal. Ja, das sieht so aus. Perfekt. Dann haben wir unsere erste Getreideernte eingefahren. Ist doch auch schon mal was Schönes. Whee! Whee! So. Warte mal, wir haben doch noch... Genau, Seeds. So. Die brauchen wir dafür auch noch. Genau. Obwohl das anscheinend noch nicht ganz ausgewachsen war, da wir von diesen 8 Feldern hier tatsächlich nur 8 Getreide bekommen haben. Das heißt, ein Getreide... Okay, ein Getreide pro Feld, das müsste eigentlich doch... Ja, okay, die waren doch reif. Jetzt muss ich nur gerade überlegen. Dazu bräuchten wir Kakao. Naja. Muss ich mal kurz mich umgucken und mir ein neues Projekt suchen, was ich jetzt erstmal angehen werde. 3 Gold haben wir noch übrig. Mal gucken, ob wir uns vielleicht einen Iron Block machen können. Wir haben ja 3 Iron Ingot hier drin und hier drüben haben wir 2. Okay, da haben wir doch noch nicht genug. Ist natürlich ein wenig doof. Und Leute, ich muss euch mal kurz wegdrücken. Boah, okay. Ich bin wieder da. Das war aber was ganz Schlimmes. Das war ein ziemlich aggressiver Nieser. Den möchte ich aber nicht nochmal hier in meiner Aufnahme haben. Wo ist denn jetzt mein Iron Ingot? Habe ich das da hinten liegen lassen? Tatsächlich, da dreht sich's ja noch im Kreis. Okay. Haben wir 5 Iron Ingot. Ist ja schon mal ein Anfang für den ersten Iron Block. Und, ach ja, genau. Bäume pflanzen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich eigentlich wollte. Ja, manchmal ist man so ein wenig verpeilt. Obwohl, besser dahin nicht. Weil dann fällt das ganze Holz runter. Dahin. So. Und auch dahin. Und vielleicht noch einen dahin. Und dann passt das auch alles. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ich kann ja eigentlich hier schon die Insel anfangen, theoretisch. Dann muss ich aber... Da brauche ich auf jeden Fall mehr Erde zu. Ich habe ja
bisher eigentlich noch keine Erde gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwo welche gibt. Ich könnte ja die Insel da hinten abbauen. Nee, Quatsch. Ja, was mache ich denn da am besten? Wobei mir einfällt, geht's nicht hier irgendwo hinter noch weiter? Oder ist hier Ende? Ah, ja, hier ist Ende. Oh, guck mal, eine Kiste, wie geil ist das denn? Boah, die haben es aber gut vor uns versteckt hier. Make some colors, maybe even some kittens. I'm with weird creepy guy. Ja, ich mit dem verrückten, gruseligen Typen. Glaube ich nämlich auch. Eieiei. Okay. Da haben wir aber eine Menge Farbe jetzt gefunden. Das ist ja, boah, cool. Damit können wir uns hier auch den Lapisblock, also vielleicht unseren ersten Lapisblock machen. Was heißt vielleicht, aber. Boah. Ich weiß nicht, soll ich. Ja, komm, die Schilder lasse ich dran. Die Schilder sind eigentlich ganz witzig manchmal. Was heißt manchmal, die sind ganz witzig, immer eigentlich, so ziemlich. Und naja. Ich will die Welt ja auch nicht unnötig verschandeln. Ich glaube, ich leuchte die Insel auch immer ganz aus, damit nicht immer die Creeper rüberkommen und so weiter. Aber das mache ich dann irgendwann später. So. Die Bäume sind noch nicht gewachsen, Melonen aber schon. Ach verdammt, jetzt habe ich das Ding schön hier wieder abgesäbelt. Aber nicht hierhin. Du kommst hierhin. So. Und als nächstes. Was machen wir als nächstes? Ja, gute Frage. Ich habe jetzt auch nichts zu tun hier, weil das ganze Holz noch nicht gewachsen ist, aber ich habe ja noch Knochenmehl, fällt mir gerade mal ein. Wupp und wupp und wupp. Na komm schon. Na also. Und jetzt haben wir wieder ganz schön viel Holz. Okay. Mit dem Holz können wir uns dann wieder weiterbauen. Ich weiß allerdings noch nicht, in welche Richtung. Aber ich würde doch schon sagen, dass wir dann vielleicht mal in diese Richtung da hinten aufbrechen. Da sind wir ja noch nicht hingegangen. Und ich meine, das Holz passt ja jetzt eigentlich ganz gut, weil das auch ziemlich viel ist. Dass wir dann vielleicht darüber gehen. So. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das noch in dem Part machen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen wieder in dem Part. Das sind ja gerade mal 8 Minuten, okay. Okay, komm. Da können wir das aber locker noch wenigstens versuchen, darüber zu kommen. Das ist ja jetzt nicht so eine aufwendige Sache. Ich versuche das natürlich auch immer mit ein bisschen Ordnung zu machen, dass ich mir nicht da immer nur ein paar Kabels nehme und dann darüber baue. Weil, ja, ich finde, diese Insel beziehungsweise diese ganze Map ist eigentlich so richtig geil, dass man da auch wirklich die nicht so verschandeln sollte mit ein paar Kabels, sondern wirklich ordentlich und auch schön gepflegt da sich darüber bauen sollte. Ach so. Jetzt habe ich gerade da ein bisschen im Boden festgebackt, aber okay, das ist jetzt wieder in Ordnung. Und ich kann mich wieder frei bewegen. Das ist natürlich perfekt und ich höre einen Zombie, aber der dürfte uns eigentlich hier nicht attackieren können. Nee, der ist da. Oder? Haben wir da offen gelassen? Haben wir offen gelassen? Bitte nicht. Upsala. Nee, gut, der steht da an seinem. Beziehungsweise unserem Zauntor. Da hinten steht auch einer am Zauntor. Ach, wir sind doch perfekt abgesichert. Und darauf erstmal eine Melone. So. Ja, das hat auch wieder gut getan. Und wir haben wieder ziemlich viel Stuff im Inventar. So. Wobei mir einfällt, wir haben jetzt Kakaobohnen. Dann könnten wir uns direkt auch mal ein paar Kekse machen. Genau. Und jetzt haben wir auch volle Kisten. Aber wir haben hier noch eine Kiste. Perfekt. Na komm schon, komm. Jawohl. Perfekt. Dann machen wir hier am besten. Ja gut, dann müssen wir die Doppelkiste so machen. Kommt das ganze Zeug noch da rein? Wobei, das Holz will ich doch gerne behalten.
Na, jetzt habe ich wieder die 4 Kakaobohnen da rausgehauen. Aber das Rose Red, das Schild, die eine Stone Axe, okay. Ja, den Rest, den kann ich eigentlich mitnehmen. Der ist jetzt nicht so wichtig, obwohl, kommen die Kabels, die lassen wir hier, die brauche ich ja jetzt eh nicht. Und ich muss euch mal kurz wieder wegdrücken. Was das wohl ist, ich habe irgendwas in der Nase. Aber okay. Reden wir nicht über meine Nase, reden wir lieber über Sky Survival. Ach, natürlich, ein Skelettspawner, genau, der war da ja noch. Egal, wir bauen uns... Obwohl, wenn die da hinten spawnen und uns abschießen, bringt uns das auch nichts. Da warten wir lieber bis zum Tage. Und... wir haben kein Schwert dabei, na toll. Ach, ich glaube, das ist auch draufgegangen, als ich das eine Mal gestorben bin. Da müssen wir uns dann halt mal kurz wieder ein wenig ins Zeug legen beim Craften und ein neues Schwert machen. Okay. Und... verdammt, wir haben das Getreide weggelegt, genau. So. Wheat und Kakaobohnen und perfekt, haben wir 32 Cookies, die wir natürlich erstmal zur Seite legen, weil wir können uns natürlich auch sehr gut noch von Melonen ernähren. Genau. Und auch von Äpfeln, ja genau, die haben wir auch noch eine Menge. Und hier haben wir 6 Stück drin und da hinten sollten wir auch noch ein paar drin haben. 4 Stück. So. Ja, wo ist der Zombie? Ja, wo ist der Zombie? Ja, nicht da hinten. Nicht da hinten. Guck mal hier. Hier, der steht doch direkt... ach, Junge. Unglaublich. Ah, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ja, dir. Dir ist nicht mehr zu helfen. Genau, dich meine ich. Guck mal. Ja, guck mal genau ins Schwert rein. Ja, genau. Ja, jetzt siehst du, was du gemacht hast. Junge, Junge, Junge. Zäune haben wir zufällig nicht übrig. War eigentlich auch wieder klar. Müssen wir uns kurz welche machen, aber das ist ja jetzt auch kein großes Ding. Dann machen wir mal kurz so und so. Und das passt jetzt eigentlich. So. Das sind jetzt zwar nicht so mega viele Zäune, aber die reichen doch immerhin erstmal für den Anfang. Ich will ja eh nur hier am Rand da ein wenig das hier zumachen. So. Wobei ich mich ein wenig frage, wie hier ein Zombie spawnen kann. Na gut, vielleicht hier hinten. Da ist es nicht ganz so hell. Deshalb machen wir uns auch nochmal kurz ein paar Fackeln. Oder haben wir noch welche? Ach, wir haben sogar noch welche. Perfekt. Da brauchen wir uns nichts mehr craften. Wir haben alle schon bereit in unserer Tasche liegen. So. 1, 2, 3, 4. Ja. Da haben wir nur 3. Na toll. Da haben wir nur 3. Da reichen die Fackeln nicht mehr. Boah, da hinten ist ein Haus. Wie schön. Da will ich auch mal hin. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel Holz haben wir noch dabei. 20 Stück plus 34 Oakwood. Okay, da können wir uns noch eine ganze Weile mit vorwärts bauen. Ja doch, gut. Ich bin in der Hocke. Ja, Leute, jetzt bauen wir uns doch in eine andere Richtung, als ich eigentlich geplant hatte, aber okay. Ich denke mal, das kann man mir auch verzeihen, solange es in eine andere Richtung ist, oder? Oder liege ich da falsch? Kann natürlich auch sein, dass ich da falsch liege und ihr mich jetzt ab sofort unglaublich haten werdet. Aber okay. Wie sagt das alte Sprichwort? Jeder gute YouTuber hat auch viele Hater. Na gut. Hat einige Hater, heißt es eigentlich, aber okay. Ich habe es mal ein wenig auf mich bezogen. Nee, ich habe natürlich keine Hater, noch nicht. Aber man weiß ja nie, wie die Zukunft so spielt und ich hoffe natürlich nicht, dass ich irgendwann Hater bekomme, aber naja, so ziemlich jeder hat irgendwann mal einen Hater, wenn er etwas bekannter wird. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich noch etwas unbekannter bin. Und ja, ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir haben fast 15 Minuten drauf. Das heißt, wir könnten den Part gleich beenden. Und, ja.
Vielleicht hört ihr jetzt im Hintergrund meine Mutter und mein Bruder, die diskutieren gerade über irgendwas. Dass sie nicht mal leise sein können, wenn ich hier meinen Part aufnehme. Total unverantwortlich, sowas. Nee, nee, nee. Aber okay. Ah, verdammt. Na toll. Habe ich die Axt dabei? Ach, ich habe sie sogar unten in der Leiste. Ich bin natürlich mal wieder total blind. Na komm schon. Und ich denke mal, wir verbauen das bisschen Holz hier noch. Und dann sage ich auch mal, Leute, vergesst die Bewertung nicht. Man sieht sich in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese unglaubliche Folge hier gefunden habt. Und auch alle meine anderen Folgen und was weiß ich was. Und was ich besser machen kann und was nicht. Und was ich schon gut mache und was ihr mir für Tipps geben könnt und was weiß ich was. Und dann sage ich einfach mal, bleibt geschmeidig und bis denne!